Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, ganz wichtig zum Anfang schon mal, morgen Livestream. Der startet aber morgen erst um 16 Uhr, weil ich leider vorher keine Zeit habe. Ja, da würde es wieder auf dem Community-Server weitergehen. Ey, hier knallt es überall. Diese blöde Spinne. Reparaturwerkzeug und Marienkäfer. Haben wir noch ein bisschen... Quarz ist auch da. Die sitzt direkt über uns, ne? Und deswegen knallt das alles hier drin. So, wie gesagt, morgen wird es weitergehen auf dem Community-Server und dann werden wir mal gucken, dass wir den die ersten Spieler schon mal mit reinnehmen. Ich habe da schon so ein paar Sachen vorbereitet. Ja. Ich denke mal, das sollte für morgen funktionieren. Und dann ist mein Plan, momentan laufen hier auch keine Multiplayer-Folgen. Und da wir samstags nochmal den Multiplayer-Aufnahmetag haben, habe ich mir überlegt, dass wir samstags nachmittags vielleicht eine Runde auf dem Community-Server, ich sag jetzt mal ohne Aufnahme, vom Discord aus spielen können. Was ich auch schon ein paar Mal erwähnt hatte. So, was war noch? Ja, morgen Livestream, wie gesagt, 16 Uhr, weil es einfach vorher nicht hinhaut. Und heute gucken wir einfach mal, dass wir mal ein paar Federn zusammenkriegen hier. Und ab nächste Woche wird es dann auch die ersten Videos zum Community-Projekt geben. Das heißt, sollte ich da mal alleine farmen oder mit jemandem zusammen oder wie auch immer, will ich gucken, dass zweimal die Woche darüber auch ein Video rauskommt, dass ihr auch mitbekommt. Ey, die holen wir uns. Das ist nicht gut, wenn die hier frei rumläuft. Ja. Wie gesagt, dann ist es für euch der Vorteil, ihr kriegt dann mit, was so gelaufen ist. Und da bin ich mal gespannt. Ey, ist die schon weit gekommen? Bin ich mal gespannt, wie das alles läuft. Warum hat die mir gerade so viel Leben abgezogen? Was hatten die für ein Problem? Habe ich irgendwas nett mit an? Der kann weg. Ach, wir haben auch... Der muss wieder. Aber keine Ahnung, warum die mir jetzt so viel... Ich habe doch auch die Marienkäferrüstung, oder? Ja. Hm. Kurios. Ah, genau. Und dann nicht wundern, dass ich momentan nicht ganz regelmäßig nach den Kommentaren gucke. Aber das ist ein riesen Aufwand im Moment, weil bei mir auf dem im YouTube-Dashboard ist gerade der Fehler, dass er mir alle Kommentare irgendwie in die Überprüfung schickt. Darunter aber auch alte Kommentare, die schon zigtausendmal beantwortet waren. Deswegen nicht wundern, wenn nicht gleich eine Antwort kommt. Hey. Ja, ich hoffe, dass die den Fehler bald behoben haben. Das ist ein bisschen blöd. So, also wie gesagt, mein Plan ist es jetzt erstmal ein paar Federn zu sammeln hier. Damit wir noch ein bisschen bauen können. Die Pilzziegel, glaube ich, laufen noch durch da oben. Oh, die sind fertig. Gut, dann lassen wir sie gerade weiterlaufen. Ja, Pilze wollten wir auch nochmal sammeln gehen. Ja, erstmal Radar und gucken, wo eventuell die eine oder andere Feder noch auftaucht. Damit wir auch hier fleißig weiterbauen können. Mal grob einen Überblick machen, wie viel Ziegel wir jetzt haben. Könnten schon um die 300 bis 500 Stück sein. Gehen wir mal gucken. Ja, 515 Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe. Da kann man schon ein bisschen was bauen. So. Also, das ganze Spinnengezeug ist wieder weg. Wir machen erstmal Platz im Inventar und dann rennen wir erstmal zum Radar und gucken mal, was da los ist. So, und dann nochmal zur Erklärung. Weil das nicht so ganz verstanden wird. Na gut, vielleicht habe ich es auch nicht richtig erklärt. Ich weiß es nicht. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass man samstags, mittags dann eventuell eine Runde macht. Auf dem Community-Server ohne Aufnahme oder so. Je nachdem.
Und da wären dann die Teilnehmer dabei, ich sage jetzt mal aus dem Discord. Da werden wir dann gucken, dann gehe ich mittags in den Smalltalk-Channel oder wie auch immer, dann kann man sich mal kurz absprechen. Und dann kann ich bis zu drei Personen mit ins Spiel nehmen. So. Federn holen. Was sagt die Uhrzeit? Ja, 16:45. Dann gehen wir jetzt erstmal ans Radar, gucken mal ganz in Ruhe, was so Sache ist. Die Krähe ist weg und die Krähe hat, ich glaube, nichts verloren. Naja, müssen wir mal gucken. Da soll eine sein. Ist da, wo gerade die Krähe war. Und am Teich. Dann würde ich sagen, rennen wir schnell dahin, weil Teich muss ich mir nicht markieren. Den werden wir auch so finden. Spinnchen, was mit dir? Ja, dann halt nicht. Die läuft, glaube ich, da unten rum. Wir brauchen Federn. Und Pilze nehmen wir auch gleich mit. Wenn sie doch schon hier so frei rumstehen, nehmen wir es auch mit. Ja, das Community-Projekt, ich denke mal, das wird auch richtig interessant, weil es muss im Endeffekt alles gefarmt werden. Es müssen alle möglichen Missionen noch gemacht werden. Da bin ich auch noch nicht weiter. Ich glaube, den Chip aus dem Ameisenbau, den hatte ich schnell geholt, weil ich eh da rein musste. Aber das ist, wie gesagt, einiges an Arbeit. Ich glaube, Milben müssen jetzt gefarmt werden, damit wir noch weitere Ameisenrüstungen herstellen können. Weil zumindest, ich habe mich schon mal so weit vorbereitet, dass wir sogar schon Stufe 2 Hammer, Stufe 2 Axt herstellen können. Weil es ist ja blöd, wenn ihr ins Spiel kommt und wir können nichts machen, ja. Und ich sag mal, anderthalb Marienkäferrüstungen sind sogar schon fertig. Und das ist das, da muss morgen gefarmt werden. Also die erste Priorität, dass wir auch für alle drei Spieler komplette Rüstung dann haben. Und eventuell auch das Werkzeug. Das Gute ist, es geht nichts kaputt. Das ist schon mal Gold wert. Das habe ich jetzt auch schon beim Spielen bemerkt. Das ist eine coole Sache. Weil sonst war es immer, dass man. Ach Mann, die sind heute so nervig. Sonst war es ja immer, dass man selbst noch drüber nachdenken musste. Eine Stufe 2 Axt viel zu teuer und Reparatur und dies und das. Das sparen wir uns im Moment. Aber da ist dann halt wichtig, dass die Spieler, die dann mit reinkommen, bevor sie sich wieder auslocken, auch immer das komplette Inventar wieder in eine Kiste schmeißen, damit ich das nicht 100 Mal herstellen muss. Weil sonst kommen wir im Endeffekt genauso wenig weit. So, die Feder haben wir. Wir rennen zurück zum Teich, holen uns da noch die Feder. Das heißt, morgen wäre dann auch mal der erste Versuch, ob das auch alles so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Das Problem ist halt, ich weiß noch nicht, wie ich das mache über den Livestream, wie ich da drei Zuschauer jedes Mal rauslose. Ich könnte das über einen, wie nennt man das Ding, über einen Bot, glaube ich, kann ich eine Zufallsgeneration machen. Das Problem ist nur, ich streame ja auf beiden Plattformen, YouTube sowie Twitch. Das heißt, wenn, dann könnte ich das nur auf einer Plattform machen. Ey, echt jetzt? Also jetzt gibt's auf die Nase. Ja, super. Na komm.
Ich will da nicht näher dran, weil da kriege ich wieder Schaden. Die ist gar nicht mal so blöd, die Spinne. Toll. Ich habe heute irgendwie eh das Gefühl, dass wir brutal Schaden bekommen. Haben die da wieder irgendwas geändert? Kann doch wohl nicht wahr sein hier. So, wir gehen jetzt noch schnell die Feder holen. Ja, dass es zu dunkel wird, wir sie nicht mehr finden. Naja, die kann man nicht übersehen. Die Seilbahn darüber hatte ich ein Stockwerk drüber. Ah ne, die hatte ich ganz oben. Oder fast ganz oben. Oh je. Was denn hin her? Das heißt, morgen wäre es dann eine Priorität, eventuell mal das Nebellabor zu machen. Kann man dann gucken, ob man sagt, man teilt es auf. Zwei machen Missionen, zwei gehen Farmen und Ausrüstung beischaffen. Oder wie auch immer. Und dann... Genau. Pflicht mit Discord gibt es keine. Das heißt, wer nicht im Discord ist, ist nicht schlimm. Da muss man sich halt über den Livestream kontaktieren. Kriegen wir auch irgendwie hin. Ich muss die hier nehmen. Oh, die gibt Schaden. Machen wir das so. Deswegen mal gucken, wie wir das morgen hinkriegen. Irgendwie wird das schon gehen. Da liegt's, oder? Ach, die kriege ich ja so gar nicht klein. Doch, kriege ich. Deswegen ist es eigentlich ganz gut mit dem Spinnenfangdolch. Oh, das geht ja gar nicht. Ich will auf die Feder springen, weil wenn ich draufstehe, so kann ich nicht hauen. Shit. Sobald ich mich drauf springen will. Ah, jetzt geht's. Da ist der Federsack. Och, Spinne, nee, auf dich habe ich jetzt keine Lust. Ja, da bin ich auch alles am Überlegen, ob ich mir doch wieder den Spinnenfangdolch einstecke, weil mit der Stufe 3 Axt ist eigentlich nur der Vorteil, dass ich die Kletten abkloppen kann. Und hier in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, sind nur zwei Kletten. Das ist einmal vorne direkt am Baumhaus und noch ein Stückchen weiter vor. Sagen wir es mal so. Ja, perfekt. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Community-Projekt. Ich habe jetzt hier ein Häuschen gebaut. Hier um den Tetrapack rundherum. Weil ich dachte mir doch, von der Fläche kann es ein bisschen größer sein, weil wir müssen da ja auch die ersten Spinnräder und was... Ach, das ist ein Marienkäfer. Was sonst noch zum Craften benötigt wird, müssen wir auch den Platz haben, das erstmal hinzustellen. Und je nachdem, wie weit wir dann mit der Festung sind, kann dann umgezogen werden, sagen wir es mal so. Nee. Also haben wir erstmal ein ruhiges Fleckchen, wo Ausrüstung ist, wo Essen und Trinken ist. Dann funktioniert das auch alles. So, wo ist jetzt schon wieder die Krähe? Wo ist die? Ich habe doch gerade die Krähe gehört. Wo sitzt die? Na gut, gehen wir erstmal pennen. Die hört sich halt sehr nah an, ne? Sitzt sie wahrscheinlich da vorne wieder. Oder am... Wartet mal. Nee, da hinten ist sie auch nicht. Da sitzt sie diesmal auch nicht drauf.
Kurios. Ja, in dem Community-Projekt ist es viel einfacher, an Federn zu kommen. Weil wir sind ja schon vom Gebäude her am Teich. Und das heißt, man bekommt jedes Mal die Krähe mit. Oh, das Leder ist auch fertig. Perfekt. Jetzt hat's nicht gezählt. Es hat nicht gezählt. Warum hat's jetzt nicht gezählt? Das ist ein bisschen kurios. Das heißt, ich muss es jetzt per Hand craften, oder was ist hier los? Wie viel haben wir denn noch? Das geht gar nicht. Ja. Wir machen mal einen Versuch. Wir machen, hängen einfach nochmal 3 Stück auf. Vielleicht zählt es ja schon. Nee, dann ist es. Das bringt ja auch nichts. Ja, wir craften es mit der Hand, dann ist es erledigt. Ja, an die Werkbank. Ist ja gut, Mensch. Also beim letzten Mal hat es sogar funktioniert mit dem Leder aufhängen. Deswegen ganz kurios. So, haben wir das. Dann haben wir das. Da haben wir nichts. Nee. Was war's noch? Spinnenbrocken. Ist die Kiste voll? Holy. Okay, dann schmeißen wir die weg. Dann schmeißen wir den Kram weg, weil noch eine Kiste mit Spinnenkram brauchen wir nicht. Was wollte ich jetzt? Federn, da wollte ich nämlich mal reingucken. Ja, 3 Stück. Da brauchen wir gar nicht erst anzufangen, hier irgendwas zu machen, ey. Mit 3 Federn, das wird nichts. Die sitzt wieder da vorne drauf, oder? Ja. Aber noch keine Feder zu sehen. Gucken wir gleich nochmal vorbei. Ja, wie gesagt, heute wäre es mir echt wichtig, so viel wie möglich Federn zu bekommen. Hier machen wir uns Quarzitbatzen. So, jetzt mal gucken. Das war jetzt noch, ich glaube, die Axt und die Schaufel zum Leveln, oder? Was war es noch? Und der Hammer, da fehlt ja auch noch was. Was fehlt denn da noch? Ach, 10 Quarzitjuwelen, okay. Schaufel sind es 5 und Axt wahrscheinlich auch 5. Ne, auch 10. Na, dann hauen wir jetzt erstmal auf die Schaufel drauf. Machen wir alles Stück für Stück. So, jetzt kann ich alles wieder unten einsortieren. Ja, perfekt. Mal noch einen Batzen übrig. Das ist dann halt auch der Vorteil auf dem Community-Server, weil wir müssen die Waffen dann nur einmal hochleveln. Und wenn wir die dann untereinander verteilt, sage ich mal. Da ist doch wieder keine Feder. Dann sparen wir uns das Hochleveln. Das kann doch nicht wahr sein. Also wir gehen jetzt nochmal zu dem Radar und gucken nochmal. Aber ich habe eher schon so das Gefühl, dass da wieder nichts liegt. Ist halt die Federdächer, ich finde es halt richtig schön. Und mit Pilzziegeln zusammen. Sieht, finde ich, cooler aus irgendwie als mit Kleedächern. Deswegen hätte ich die auch so gern. Doch, da liegt wieder eine. Gehen wir nochmal gucken. Ach, die liegt wahrscheinlich wieder auf dem Pfosten drauf. Auf der Palisade. Ja. Super. Ist immer so ein Rumgejumpe, bis man da so richtig dran kommt. Komme ich von hier darüber. So einmal. So. Kommen wir schon dran? Wahrscheinlich nur das eine Säckchen, was jetzt runtergeknallt ist, ja. Mehr Federn gibt es für uns nicht. Ach komm, den lassen wir in Ruhe.
Also Federn ist wirklich Mangelware gerade. Wie gesagt, auf dem Community-Projekt, da haben wir jetzt schon einige Federn, habe ich da gesammelt. Ich glaube, die ersten 20 Stück hatte ich schon zusammen jetzt. Und das einfach, weil wir schon im Teichgebiet sind. Und dann kriegt man auch direkt jedes Mal mit, wenn da die Feder landet. Man hat es ja auch gesehen im Multiplayer-Projekt, wie oft Mr. Catfish darüber geschwommen ist und die Feder rausgezogen hat. Das ist halt der Vorteil, wenn man irgendwo eine Base baut, die auch, sag mal, direkt bei dem Raben, Krähe, Dingens, Vogel ist. Hm. Da hätte man das aber auch schon. Oh, ich habe mal keinen Schaden gekriegt. So, hau mal die Pilzgeräte wieder an. Ich brauche Essen, Essen, Essen. Ne, wartet mal. Warum? Ich hatte den doch unten in der Leiste drin. Gibt's doch gar nicht. So, und wir haben noch eine Feder. So. Ach, Pilze. Pilze. Okay. Dann nehmen wir uns die gleich wieder mit. Und legen nochmal nach. Dann gehen wir einmal hoch, machen oben die Pilze raus, farmen hier unten noch die Pilze weg. Und ich denke, da können wir vielleicht schon in der nächsten Folge wieder ein bisschen was bauen. Plan war es ja eigentlich in Richtung Hecke. Das war ja noch die Planung vor dem Community-Projekt. Jetzt ist erstmal mein Plan, glaube ich, hier weiter zuzumachen, dass die Spinnen und der ganze Kram wieder ein bisschen eingegrenzt ist. Und mir nicht durch das ganze Gelände rennen kann. Ich mag das nicht. Haben wir hier eigentlich irgendwo noch was drin? Weil hier oben das Ding läuft ja im Moment nicht. Könnte ich natürlich auch wieder mal durchfeuern. Ah. Aber gut, wenn ich unten 5 weitere Öfen hinbau, dann ist das eigentlich auch kein Problem. Ich könnte natürlich auch von hier oben die Öfen alle runterschleppen, aber finde ich ein bisschen blöd, weil dann hat der Raum hier oben auch keinen Nutzen mehr. Lieber baue ich die Dinger neu und dann passt das auch. So. Und so eine Pilzfarm müsste man viel, viel größer bauen. Weil wie gesagt, da kommt nicht viel raus. Das ist halt... Dass aus so einem Pilz nur 3 Brocken rauskommen. 1, 2, 3. So, und jetzt brauche ich jedes Mal 1 Brocken, um wieder nachzupflanzen. Das heißt, ich habe jetzt 2 Brocken pro Beet bekommen. Stopp. Ich muss ja Pflanzen drücken. Na? Deswegen finde ich es eigentlich rentabler mittlerweile, schnell über die Map zu laufen. Gerade in Richtung mysteriöser Laser. Ey, da findet ihr bestimmt 50 Pilze auf dem Weg dorthin. Und dann ist ja genauso hinten an der Ecke, wo die Spinnen sind, beim Teich. Und den Moskitos, da sind ja auch nochmal einen ganzen Haufen Pilze. Sprich, dort in der Ecke. Müsst ihr ja von hier sehen. Ja, da stehen Pilze. Aber ansonsten in Richtung mysteriöser Laser, da ist ja, oder mysteriöse Maschine, da findet ihr mengenweise Pilze. Ich sammle halt die braunen nicht gern ein, weil da kommt nicht viel dabei raus.
Aber letztendlich, ja, besser wie gar nichts, ne? So, die hauen wir schon gleich hier rein. Und dann holen wir hier noch die Pilze. Deswegen, ich finde die Dinger cool als Dekoration, wenn irgendwo ein Pilz dann auf der Terrasse steht oder irgendwas anderes. Aber so Nutzen ist wirklich nicht viel bei denen hier. Klar, wenn ich es mit Dünger jetzt noch optimieren würde, dann wäre das auch wieder was anderes, wenn ich jeden Tag da abernten könnte. Aber ja, so viel macht es dann aber auch wieder nicht aus. Weil wie gesagt, pro Töpfchen kriegt ihr 2 Stück. Oder 3 Stück, wenn ihr nicht mehr nachpflanzt. Bin ich immer gespannt, ob man da vielleicht irgendwann was automatisieren kann oder so. Da frage ich mich in welche Richtung die das machen wollen. Es wurde ja schon gespoilert von den Entwicklern, dass es in Zukunft Powered Buildings geben soll. Also irgendwas mit Strom. Da bin ich mal gespannt. Könnt mir auch gut vorstellen, warum man nicht irgendwann automatische Maschinen herstellen kann, weil ihr müsst mal überlegen, wir schmelzen uns ja jetzt schon Batzen und was weiß ich was. Wir müssten nur irgendwo ein bisschen Kupfer haben oder so, was man schmelzen kann. Was weiß ich, zu einem Kupferdraht. Glas könnte man aus Sand bekommen, Sand kriegt man im Sandkasten. Also Möglichkeiten gibt es ja rein theoretisch und es wäre ja auch nichts Unlogisches. Deswegen, ich bin mal gespannt, was sie da machen. Ich gehe mal davon aus, die Stromquelle wird 9 Volt Blöcke sein, weil die sind ja überall auf der Map verteilt und man findet immer wieder am, zum Beispiel bei der Hecke, da gehen Kabel an die Dings dran, oder im Sandkasten, wo diese Klemmen dran sind an der 9 Volt Batterie. Das scheint zwar der Strom erstmal zu sein für die Labore, die da überall sind, aber wer weiß, ob das in Zukunft auch hier drinnen allgemein irgendwie einen Nutzen hat. So, jetzt haben wir 36 Pilze rausgekriegt. Aus wie viel Beeten? Komm, hoch mit dir. 15 Beete. 15 Beete, 36 Dingens. Das ist nicht viel. Gar nicht viel. Das ist ja das, was ich meinte. 18 Beete. Die 3 haben wir ja auch noch. Bin ich aber auch schon fleißig dabei, im Community-Projekt Pilze zu sammeln. Die mache ich zwar noch nicht zu Brei, weil sonst wären die Kisten randvoll, was sie jetzt schon sind. Und die da rein. Das heißt, die lagere ich gerade als rohen Pilz ein. Und wenn wir dann so weit sind, dass wir sie verarbeiten müssen, dann haben wir schon ein paar tausend Pilze da. Also da habe ich schon ordentlich was gesammelt. Oh, Zähne müssen noch gesammelt werden.
Darf ich auch nicht vergessen. Dass man mehr Mutationen und Kapazitäten hat. So. Haben wir schon wieder... Oh, schon wieder 100 Pilzziegel. Perfekt. Läuft so langsam. Gut, aber ich würde sagen, wir haben 30 Minuten. Das heißt, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Wie gesagt, am Sonntag bzw. morgen ist der Livestream ab 16 Uhr auf Twitch sowie auf YouTube. Und dann sehen wir uns morgen im Livestream. Also bis dann und tschüss.